Und an dieser Stelle begrüße ich euch wieder recht herzlich zurück zum Hitman-Part auf der Rennstrecke. Es kamen ja jetzt zwei schwer zu fassende Ziele dazwischen, die ich auch hochgeladen habe, deswegen nicht wundern. Ja, es ist ja schon, ja, da fasst sich 47 auch so. Wie kann das bloß sein? Warum machen wir nicht immer schneller weiter? Ha, nee, das war auch. Was? Hast du dir gerade die Brille gerichtet? Du hast doch gar keine. Das hat ja auch damit zu tun mit diesem quietschigen hohen Problem, was ich auch in diesem Part hatte. Aber das habe ich in dem Resident Evil Let's Play ja schon erklärt, dass ich ja da Probleme hatte und deswegen erstmal nicht mehr aufgenommen habe. So, ich werde aber trotzdem meinen Armeekoffer mitnehmen und jetzt, Freunde, jetzt suchen wir Sierra Nox. Obwohl, warte mal. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Das sieht doch richtig fancy aus, oder? Sehr gut. Auch wenn wir hier nicht an jeden jetzt vorbeikommen. Ja, sie fährt ja nicht mehr mit. Kann ich hier rüber? Natürlich lässt er den Koffer fallen. Macht nichts. Dafür nehme ich einen Schraubenzieher mit. Dreher. Ist ihr nicht aufgefallen? Sehr gut. Was haben wir hier? Sehe ich wieder ein Bild rausgerissen. Ja, man kann mit den Robotern sehr tödlich agieren. Mit den ganzen Bildern. So, suchen wir doch jetzt einfach mal Sierra Nox auf. Das heißt, erstmal raus hier. Ich bin jetzt auch berechtigt, eine Waffe zu tragen, obwohl wir ja immer noch die 5 mm Waffe dabei haben, die beim Filz nicht entdeckt wird. Videoüberwachungssysteme habe ich, glaube ich, alle deaktiviert. Ja, ich glaube schon. Keiner da, der es sieht. Ja, die sind deaktiviert. Perfekt. Ich habe ja eine Schlüsselkarte. Oh, ich bin jetzt erschreckt. Da bin ich eben die ganze Zeit runtergerutscht, wa? Ich hätte auch hier aussteigen können, richtig? Richtig. Shit. Hoffentlich komme ich so zu der guten Sierra. Oh, Getränke. Ja. Noch Münzen. Alles für die Ablenkung. Verdammt. Das sind schon wieder welche, die mich sehen können. Ach so, die sitzen im Schrank, die können mir nichts. Ich weiß nicht, aber der Flamingo-Typ, der steht da immer noch. What a mess. Do something like that. Hoffentlich komme ich mit der Verkleidung auch an sie ran. Komme ich bestimmt nicht durch, oder? Did you take a bullet for Sierra? Doch, ich darf. Danke. Weil ich hier VIP-Typ bin. Oh, shit. Da ist sie. Sie kann mich Gott sei Dank nicht ertarnen, aber ihre Assistentin auf jeden That Fall. Is Sierra Nox.
Reckless daredevil with a violent temper. Quite the handful, as I understand it. Muss ich ihre komische Assistentin loswerden? Oder wer auch immer sie ist. Ihre Schwester? Vielleicht? Hi. Hi. Was haben wir hier? Tüte mit Zucker. Ja, warum nicht? Hier ist eine Verkleidung. Als Kellner. Ja, vielleicht komme ich so. Fancy. Quatsch, das wollte ich gar nicht. Nein. Habe ich was Verbotenes dabei? Black Lily ist dabei. Ich werde bestimmt gefilzt. Deswegen würde ich sagen... Ich lass dich mal kurz hier liegen. Vielleicht komme ich jetzt nach oben. I'm sorry, sir. You need the correct clearance. Hey, ja, ist ja gut. Gibt ja auch noch so ein Hintertreppchen hier. Nö, darf ich nicht. So. Ja, dann muss es da eine andere Möglichkeit geben. Das... Die Werkstatt. Brian brought cake. Wait till your break to go eat it, eh? Was? Nee. Bestimmt nicht. Ich muss nur aufpassen. Komische Assistentin muss aus dem Weg. Die Mucke ist cool. Vielleicht kriege ich sie hierher gelockt. Miss Knox, thanks for taking the time. I understand this isn't a... Yeah, I got it. Miss Knox. Thanks for taking the time. Go check that out. Wer soll das jetzt outchecken? Miss Knox, thanks for taking the time. Nein, mein Zucker ist kaputt! Ach, Mann. Dann nehme ich halt den. Zack. Take your word. Miss Knox, thanks for taking the time. Go see what that was. But just wanted to touch upon a few things real quick. Quick, hopefully being the operative word here. Yes, of course. You were ahead for most of the race, but it seemed like you... Ach, Mann. Doch nicht so einfach. Sehen Sie das denn nicht? Hier liegt ein Feuerlöscher einfach so rum. Unerhört. Der gehört hier reingeklickt. Mann. Wenn jemand Brand ist, dann...
How hard is it to keep up for as long as ich da loswerden? Not all that hard, to be honest. I think the car started to show some issues around the halfway mark, and despite my best efforts, it really slowed down around the final three laps. Leg dich auf den Boden. The driver can only do so much, you know? Yeah, sure. Medienruhe. Ich mache die Getränkedose weg. Ich kann heute durstig arbeiten. Ist mir egal. Now, you've been under some pressure with this Tungan Valley incident. Oh, I see. So that's what this is about. Tell you what, you reach out to Kronstadt Corporate PR and talk to them about that. I believe they have a very slick statement ready for you. As for this interview, we're done. Don't talk to me ever again. No, jetzt schickt sie wieder einen anderen vor. I didn't find anything at all here. It's interesting. Oh God. Was macht die da denn? Verdammt. Wie soll man denn das machen? Die Mucke ist echt geil. Sie geht in die Werkstatt. Perfekt. Da habe ich meine Gelegenheit. Was? Ich komme hier nicht. Ich komme hier nicht rein ohne Code. Doch, ich habe doch. Ne, ich habe keine Codekarte. Warum habe ich keine Codekarte? Ich lock sie hier rein, das klappt. Jetzt habe ich den Schraubenschlüssel verloren. Nein! Oh, kommt sie jetzt hier rein? Drunk pit crew. Ah, die Sekretärin, nein. Nicht mit hier reinkommen. Irgendwas haben, wo ich sie mit ausknocken kann. So ganz schnell. Oh, of course. Nee, hier sind zu viele Zeugen. Hier sind zu viele Zeugen. Den Typ muss ich loswerden. So. Okay. Ja, komm mal her hier. Hallo? Hallo? Na? So. Du bist aus dem Weg. Tschüss. Die nehme ich jetzt einfach mal. Ich könnte hier einen Wagen manipulieren, aber nein, das bringt mir ja nichts. Dann lasse ich jetzt mal... Ne, das ist Black Lily, die lasse ich jetzt mal fallen hier. Was ist das? So, jetzt könnte ich warten, bis Sierra wieder zurückkommt. Okay.
messes up or she wins the race. Haben wir noch irgendwelche Sicherheitshinweise? Ich kann doch nicht den ganzen Laden hier leer machen. Hätte auf jeden Fall was. Ja gut, ja, Freunde, weiß ich nicht. Warte ich jetzt hier auf sie? Ich meine, sie ist wahrscheinlich wieder. Lass mich mal gucken. Was haben wir eigentlich für... Na, ist ja auch schwer. Genau, jetzt ist sie wahrscheinlich wieder in dieser... Was ist denn das? Fahrerlager. Gucken wir mal. Das ist bestimmt wieder diese, das Party-Ding. Sie ist da oben. Ihre Sekretärin hängt ein bisschen hinterher. Vielleicht kann ich das sogar nutzen. Hat er gerade Hua gesagt? Ich kann mir schon denken, wer sich darüber freut. Hua. Ich freue mich auch. So, machen wir doch einfach mal hier die Lichter aus. What the hell? Bringt nicht viel. Oh, nö. Gar nicht auffällig. Überhaupt nicht. Ja, wie mache ich das am besten? Front. Left, right. Reifen, Freunde. So packt man aber Reifen nicht weg. Man legt die nicht aufeinander. Das mögen die nämlich überhaupt nicht. Der letzte Reifen hat die meiste Last an. Hat man mir gesagt. So, ich finde das doof, dass ich hier nicht so vorankomme. Ich müsste, wie gesagt, müsste ich... Warum ist hier ein Rollstuhl? Ach, Notfallbereich. Sanitäter und so, ja? Was haben wir hier? Arzt. Tabletten, tödliches Gift. Ja. Ich weiß halt nicht, ob sie irgendwas trinkt. Vielleicht kriege ich ja jetzt die Schwester. Ich sage einfach, es ist die Schwester hier reingeloggt. Excuse me? Ja, ja, komm halt rein hier. I give up. Oh. Anybody there? Sierra. What brings you down here? Missing the fumes already? Is anyone? Ja, ich bin hier. Ja. Sehr gut. So. Zack. So, jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich Sierra hier reinkriege. Ja, die Schraubenschlüssel, die sind so mächtig. Einfach nur mächtig. Kann ich sie auch hier woanders verstauen? Habe ich hier noch eine Kiste? Nö, die würden das alle sehen. Oh, hier, Schlüsselkarte. Die regt sich auf. Müssen wir ein Fahrzeug optimieren, Sierra? Nein! Mann. Habe ich hier eine Codekarte für? Take your word.
Naja, erwischt. Darf er nicht rein. Foto abreißen. Überwältigen. Nee. Was ist hier? Ach, hier ist ein Dingens. Shit, der kann mich erkennen? Oh, war das knapp. Ja, ist hier noch ein Spiegel, also Spiegel sind die Hassgegner von mir. Das wird so nichts. Das muss sich irgendwie anders machen. Ja, ich muss sie in der Werkstatt abfangen. Muss ich einfach. Nützt nichts. Ich könnte es auf jeden Unfall aussehen lassen. What? That can't be. Naja, ich werde sie hier unten runterlocken und dann werde ich sie erledigen. See, being me and experiencing things like this, it's not like. Was? Karateschlag und er ist kompromittiert. Ich bin kompromittiert. Verdammt. Ja gut, das ist jetzt, was soll ich sagen, nicht die beste Mission, aber das war ja vorher schon ein bisschen klar. Jetzt müssen wir noch die Waffe wegpacken. Zack. So, wenn es hier runterkommt, hoffe ich, dass ich sie hier runtergelockt kriege. Ja. Wird schon. Stellen wir uns hier so hin. Macht er noch hier so eine Sicherheitspose hier so? Schränkt er die Arme oder was? Ganz schön laut die Musik hier unten. Hört man die recht gut. Okay, jetzt nicht mehr. Irgendwo bei der Tür offen. Na, Sierra? Sierra, komm wieder runter. Perfekt. Ja, Security Guard. Was man nicht alles machen muss. Kommt der Schraubenschlüssel zurück? Naja. Geh halt dahin. Das war ein Schraubenschlüssel. Das ist noch einer. Wir tun mal so nichts Auffälliges. Und erdrosseln. So, was? Ja, dir kann man nicht mehr helfen. Mir hat ja auch keiner geholfen. Genau, Exit. Eigentlich wollte ich da nicht rauf. So, ich muss hier nur safe durch.
erkennen. Tausend verschiedene Wege hier gehen. Aber wir haben es geschafft. Das freut mich sogar sehr. Trackbereich. Ja, war eine coole Mission. Gab es bestimmt auch viele coole Gelegenheiten. Aber wie gesagt, ich bin da ja immer selber auf Exkurs und Entdeckungstour. Vor allen Dingen bei den neuen Missionen. Und vor allen Dingen auf Meister. Wir spielen immer noch auf Meister. Das ist ja ein bisschen was anderes. Showrunner. Na, ihr seht selbst, wie viel man machen kann. Oh, immerhin. 4 Sterne. Das freut mich auf jeden Fall. 4 Sterne finde ich gut. Langt eigentlich. Und irgendwie fehlt oben das Symbol, oder? Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Details, was ist passiert? Keine Körper gefunden. Also es wurden Körper... Es wurden Körper gefunden. Denn es ist ja der eine Körper gefunden worden. Dieser... Das andere Hauptziel. Frag mich jetzt nicht, wie das heißt. Und... Ja, das war's. Strafkills habe ich nicht gemacht. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part von Hitman. Bis dahin, ja, haut rein, wa? Ciao. Berlin. Shanghai. Montreal. We're bleeding operatives. Panic is spreading, and now we are axing our own? Knox was a traitor. He would have caused incalculable damage. And he won't be the last. This is exactly what the enemy wants. We need to fight the sickness, not the symptom. And I have just the tool for the job. Right. The Burnwood woman. Eric Soders warned you about her, didn't he? The Crusader. I can handle Miss Burnwood. Everyone hates power until you offer them some. You ought to know. ICA speaks the enemy's language. We need them. And once we don't? We'll cross that bridge when we get there. Fact remains, we are shadowboxing. We need to know who we are up against. I was getting to that. His name is Lucas Gray, the late Mr. Cobb's head of security. Cobb was ground zero, first of our operatives to die. It had to be one of his staff, someone with military training and access to the plane. Grasping at straws. Gray is a mercenary. A veteran of every backwater tragedy you've ever ignored on the 5 o'clock news. Chechnya, Sierra Leone, the list goes on. But before 89, nothing. No records of any kind. Now come on. CIA, KGB, plenty of spies went dark. After the curtain was lifted, I cast a very wide net. Lucas Gray simply does not exist. If you're all quite done wetting yourselves with excitement, I couldn't give two shits where he came from. I only want to know one thing. How does he know about us? I swear to God. This hearts and flowers crap will get us both killed. Can't you see? Your so-called friend is working for them now. He's not the man you knew. This is his fight too, Olivia. Even if he doesn't realize it. Like it or not,
47 is our last and only lead on the Partners. He needs to remember. He's coming for us. And unlike you, he won't hesitate. Just get me inside. Rico, I need a favor.